Hallo und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Sigrid Fahrer. Am 21. Oktober ist der Tag der Kinderwebseiten. Das nehme ich zum Anlass, um für Sie die Kinderseitensammlung des deutschen Bildungsservers nach ganz besonderen Empfehlungen zu durchstöbern. Denn am Tag der Kinderwebseiten soll die tolle Kinderseitenlandschaft die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient. Kinder haben ein Recht auf altersgerechte Information. Dass Kinder dieses Recht wahrnehmen können, dafür sorgen Kinderwebseiten. Kinder sind im Internet unterwegs. Laut KIM-Studie 2018 surfen 37% der 6- bis 13-Jährigen regelmäßig im Internet darauf los. 65% nutzen die gängigen Suchmaschinen. Von den angezeigten Treffern sind die wenigsten kindgerecht und die meisten nicht konform mit dem Jugendmedienschutz. Spezielle Kinderseiten machen das Internet sicherer für Kinder. Allein in Deutschland gibt es schätzungsweise über 300 Kinderwebseiten. Geeignete Angebote haben wir auf dem deutschen Bildungsserver gebündelt und nach Themen geordnet. Von A wie Astronomie über G wie Geheimsprachen bis zu S wie Sicherheit im Straßenverkehr hat unsere Redaktion eine Auswahl getroffen. Eine meiner Lieblingsseiten ist Abenteuer Regenwald. Der Verein Umwelthelden betreibt die Seite seit 15 Jahren. Im Mittelpunkt steht das topaktuelle Thema Schutz des Regenwalds. Eine Fülle von verständlichen Wissenstexten sensibilisiert Kinder ab dem Schulalter für die Bedrohung des Regenwalds. Vor allem zeigt die Seite eines, was man selbst tun kann, um den Regenwald zu schützen. Vorgestellt werden zum Beispiel Recyclingaktionen für Handys oder ein Malwettbewerb, um Politiker aufzurütteln. Daneben stehen Grafiken, Broschüren für Unterricht, Referat und Veranstaltungen zum Download zur Verfügung. Ein wirklich empfehlenswertes Angebot. Wer gerne fotografiert und seine Bilder mit anderen teilt, ist bei Knips Club richtig. In der Foto-Community für Kinder gibt es Tipps und Tricks für bessere Fotos und jede Menge Hilfestellungen bei Fragen zu Urheberrecht und Netiquette. An politisch Interessierte richtet sich die Webseite mit dem ungewöhnlichen Namen Hanisauland. Das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung ordnet aktuelle Nachrichten für Kinder ein, erklärt wichtige politische Begriffe und Ereignisse und ist natürlich die Heimat des Comics, der Seite ihren Namen gegeben hat. Jede Woche gibt es eine Episode aus dem fiktiven Land, das Hasen, Nilpferde und Wildsauen gemeinsam aufbauen. Hanisauland. Eine letzte Empfehlung habe ich noch für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Rossi Potti. Hier können Kinder eigene Texte veröffentlichen, Hörspielen lauschen, ihre Wahrnehmung trainieren und vieles mehr. Im Lexikon gibt es die Möglichkeit, eigene Lieblingsbücher vorzustellen, was sich auch für den Unterricht eignet. Apropos Unterricht. Die Kinderseitenlandschaft bietet für fast alle Fächer etwas an. Den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Filme für die Aktivierung von Vorwissen, Lexikaartikel für Vertiefungsphasen, Spiele und kreative Aufgaben für den Transfer. Dies alles haben Kinderseiten im Gepäck. Lehrkräfte und Eltern finden häufig zusätzliche Informationen für Medienerziehung in der Schule und zu Hause sowie für die Bildung in der digitalen Welt. Aber was macht eigentlich eine gute Webseite für Kinder aus? Ich habe bei Anke Meinders von der Kindersuchmaschine FragFin nachgehört. Was macht eine gute Kinderseite aus? Das ist natürlich erstmal eine ganz einfache Geschichte. Die Kinderseiten, die müssen sich in ihrem Inhalt, in ihrer Gestaltung, in ihrer Navigation, natürlich in ihrer Ansprache komplett an Kinder richten. Also wenn man jetzt überlegt, eine Kinderwebseite zu machen, sollte man sich richtig gut vorher überlegen, was ist denn die Altersgruppe, an die ich mich da wende und was ist überhaupt das Ziel meiner Webseite? Klingt ganz einfach, aber ist wirklich eine wichtige Frage am Anfang. Und dann ist natürlich wichtig, auf die Inhalte zu achten. Sind die Inhalte altersgerecht? Also ist das nichts Problematisches dabei? Sind die Texte, die geschrieben wurden, sind die kindgerecht geschrieben und auch nicht zu lang? Versteht die jeder? Und natürlich auch, sind die aktuell? Natürlich ist es immer schön, wenn man auch Videos dabei hat oder Bilder und sich das gut ergänzt mit dem Text. Kinder mögen ja sehr gerne Bewegtbilder, also Videos. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die Webseite nutzerfreundlich ist. Was wir ganz oft erleben, dass die Navigation auf Internetseiten ein bisschen irreführend ist für Kinder. Dann klicken sie sich von einer Seite zur nächsten und am Ende weiß man gar nicht mehr so richtig, wo befinde ich mich jetzt auf dieser Seite, wie komme ich wieder zurück zu der Startseite oder wo ich überhaupt angefangen habe. Also wirklich eine sehr gute Navigation und die sollte natürlich intuitiv sein. Und natürlich auch sollte man darauf achten, dass das auch mobil nutzbar ist.
Dann ist es natürlich auch ein wichtiger Faktor, auf den man immer achten soll, ist die Sicherheit und die Privatsphäre der Kinder. Also, dass man da sehr datensparsam rangeht. Was brauche ich denn von den Kindern? Kann das vielleicht nur ein Nickname sein? Oder wenn es ein Formular gibt, dass man da wirklich nur das Allernötigste abfragt. Was Kinder aber wirklich auch toll finden, ist, wenn es irgendwie eine Art von Kontaktmöglichkeit gibt. Kann ich da vielleicht Kommentare hinterlassen? Kann ich mich bei dem Betreiber irgendwie melden oder irgendwie da das bewerten? Das finden die Kinder immer total schön, wenn es sowas gibt. Und natürlich auch, dass sie sich bei dem Betreiber vielleicht auch mal beschweren können oder Sachen melden können, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Klar sollten bei einer Kinderseite auch Informationen für Eltern dabei sein, die nochmal das erklärt für die Eltern. Und wenn jetzt zum Beispiel Werbung auf einer Kinderseite ist, sollte die natürlich keine bedenklichen Inhalte haben und natürlich auch als Werbung erkennbar sein. Mit FragFinden können Kinder also sicher in Kinderwebseiten nach Themen suchen, die sie interessieren. Es ist übrigens ein leichtes, diesen sicheren Surfraum als Standardsuchmaschine auf dem Computer einzurichten. Weitere Hinweise auf ausgewählte Kinderwebseiten finden Sie beim Deutschen Bildungsserver. Links zu den erwähnten Seiten finden Sie im Bildungsserver-Blog. Wir wünschen viel Vergnügen damit.